Ja, hallo, Lien. Christian Schmeier, Vertrauter und Beziehungscoach in Deutschland, Erde, Milchstraße. Diesmal ein Videoblog von den Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und es geht heute um ein kleines Thema. Deine Gedanken sind zu kostbar für deinen Ex. Also ist ja dieses Problem, dass wir uns immer wieder so anhängen, vor allem in diesen alten Energien, wie ich so ganz gerne sage, an irgendwelche Menschen und die Opposition schlecht behandelt haben, hängt man denen ewig hinterher. Und wenn du dich insgesamt für meine Arbeit interessierst, rund um Beziehung, toxische Beziehung, Paartherapie und so weiter, Single-Beratung, dann schau mal auf liebeschipp.de vorbei. Im nächsten Monat gibt es übrigens die Selbstliebe-Challenge Advanced. So ein bisschen, die Leute so ein bisschen mehr gefordert werden wollen. Und den Ex-Detox-Kurs, das ist quasi genau in die andere Richtung, so ein sehr lockeres Programm, wobei der Name Programm ist. Ja, was will ich damit sagen? Also alles ist Energie, so, ne? Noch viel mehr als wir so denken. Klar, es sieht hier immer alles so fest aus und so, aber es ist alles Energie und auch die Sachen, die man nicht sieht, sind Energie. Und menschliche Gedanken sind monströse, krasse Energie. Ne? Die, was Gutes, weil mit Gedanken kannst du deine Realität offensichtlich beeinflussen. Oder du kannst eben eine Realität beeinflussen, die du eigentlich gar nicht haben willst, sozusagen. Ne? Das heißt, wenn du nach einer Trennung, auch wenn du im Nullkontakt bist, vielleicht sogar den ganzen Tag über deinen Ex nachdenkst, gibst du ihm weiter deine Energie. Das heißt jetzt nicht, dass es, also ich will jetzt nicht so ein Narzissten-Bashing hier machen oder irgendwie sowas, weil wir alle stolpern hier durch dieses Leben und das ist das Leben letztlich, ne? Es gibt keinen perfekten Weg durch dieses Leben. Das ist unperfekt, das ist so, wie es ist. Und wir alle gehen unseren Weg und dürfen unseren Weg gehen. Aber wenn dich jemand wirklich sehr toxisch behandelt hast und du sozusagen die ganze Zeit weiter drüber nachdenkst und dran denkst und wieso und warum und soll ich den nochmal anrufen, soll ich nochmal schreiben oder doch nicht oder soll ich nochmal dies, soll ich nochmal einen Versuch machen oder soll ich nochmal... Was du alles schon tausendmal gemacht hast, also klar, sollte man natürlich immer mit dem Partner erstmal reden, aber das ist ja in vielen Beziehungen schon x-fach passiert und du einfach weißt, es funktioniert einfach nicht, es hat keinen Zweck, dann gibst du weiter deine Energie ab. So, und also einerseits gibst du deine Energie ab an den Ex, aber das meine ich jetzt gar nicht so, dass der sie holt, sondern du gibst sie ab, irgendwie so, ne? Und du gibst eben auch Energie ab an diese Zeitlinie, sag ich mal, in der diese Sachen passieren, in der toxische Sachen passieren. Also wenn du sagst, ich möchte andere Beziehungen führen, dann gib deine Energien nicht mehr an diese Zeitlinie. So, ne? Ich meine, es ist leicht gesagt und irgendwie hängen wir dann doch manchmal an diesen Drama-Zeitlinien und Drama-Energien und ist auch nicht schlimm, also wenn wir da weiter drin bleiben oder drin bleiben wollen, ist auch nicht schlimm, dann darf man sich nicht wundern, wenn es halt so weitergeht irgendwie so, ne? Also deine Gedanken sind sehr kostbar und du kannst sie eben fürs Alte verwenden oder für das, was du bisher gemacht hast, oder du kannst sie dafür verwenden, neue Welten zu schaffen, ne? Neue Beziehungswelten, und das geht manchmal viel schneller, als man denkt, so, ne? Aber auch wenn man das alles nicht versteht, wieso und warum, nimm mal diesen Gedanken mit, deine Gedanken sind kostbar und darfst überlegen, wem du diese Gedanken schenkst. Also, klar, das ist jetzt, auch das muss man jetzt nicht perfekt machen, das ist nicht, dass man keine Sekunde an Ex denken darfst, also wenn du das partout machen willst, dann mach es. Aber wie gesagt, du fütterst diese ganze Geschichte mehr mit Energie und da darfst du halt überlegen, willst du das oder willst du es nicht? So, ne? Oder willst du vielleicht einen Absprung machen in was Neues, der manchmal erstaunlich beunruhigend ist. Einfach, also für viele Menschen ist es, glaube ich, extrem beunruhigend, obwohl man das eigentlich so drunter leidet, diese alten Wege zu verlassen, weil Gott, was kommt auf neuen Wegen?
können neue Wege aber besser sein. Beim Alten weiß ich wenigstens, wie es sich anfühlt. Und da habe ich zumindest 5 Minuten pro Jahr, habe ich irgendwie ein Highlight. Ja, aber gut, ist deine Entscheidung. Und ist auch, man kann sich da auch Zeit mitlassen. Es ist, ja, ich glaube, wir haben alle viel Zeit. Und ja, aber nimm das einfach mal mit, was du mit diesen kostbaren Dingen in dir tun möchtest. Und wir werden es bald wiedersehen.